Selbstpflegetheorie nach Dorothea Orem. Die Theorie beschreibt die Bedürfnisse jedes einzelnen Menschen und damit auch die Fähigkeit zur Bedürfnisbefriedigung. Die Theorie besteht aus drei weiteren Theorien: die Theorie der Selbstpflegedependenzpflege, die Theorie des Selbstpflegedefizits und die Theorie der Pflegesysteme. Theorie der Selbstpflege, Dependenzpflege. Die Grundannahme ist, der Mensch lernt, seine Bedürfnisse selbstständig zu befriedigen, Selbstpflege. Durch eine Erkrankung oder ein Trauma kann der Mensch dies nicht mehr selbstständig durchführen. Nun ist er gegebenenfalls auf die Hilfe anderer angewiesen, Dependenzpflege. Dependenzpflege bedeutet, dass eine Bezugsperson den Selbstpflegebedarf der betroffenen Person abdeckt. Die Theorie der Selbstpflege-Dependenzpflege besteht aus drei Konzepten. Konzept der Selbstpflege. Der Mensch lernt, seine Gesundheit und sein Wohlbefinden zu erhalten. Seinen eigenen Selbstpflegebedarf deckt er mit zielgerichteten Handlungen. Konzept des Selbstpflegeerfordernisses. Dies umfasst drei Selbstpflegeerfordernisse. 8 allgemeine Selbstpflegeerfordernisse, wie zum Beispiel Nahrungsaufnahme oder Ausscheidung. Entwicklungsbedingte Selbstpflegeerfordernisse, wie zum Beispiel Erwachsensein. Und gesundheitsbedingte Selbstpflegeerfordernisse, zum Beispiel eine Krankheit zu haben. Konzept des situativen Selbstpflegedefizits umfasst Maßnahmen, um eine individuelle Selbstpflege durchführen zu können. Dies wird durch 10 Bedingungsfaktoren beeinflusst: Alter, Geschlecht, Entwicklungszustand, vorhandene Ressourcen, Familienstruktur, Zugang zur medizinischen Versorgung, soziokulturelle Orientierung, Gesundheitszustand, Umweltfaktoren und Lebensstil. Theorie des Selbstpflegedefizits besteht aus drei Konzepten, welche erklären, warum ein Mensch pflegebedürftig ist. Konzept der Selbstpflegekompetenz. Dies beschreibt die Fähigkeit, den Selbstpflegebedarf richtig abzudecken. Mangelndes Wissen, mangelnde Urteils- oder Entscheidungsfähigkeit, begrenztes Handlungsvermögen. Konzept des Selbstpflegedefizits. Reicht die Selbstpflegekompetenz nicht aus, um den Selbstpflegebedarf zu decken, entsteht ein Selbstpflegedefizit. Ausgleich hierfür bietet die Dependenzpflege. Theorie der Pflegesysteme. Konzept der Pflegekompetenz. Professionelle Weiterentwicklung der Dependenzpflegekompetenz. Dies basiert auf speziellem pflegerischem Wissen. Kompetenz wird durch Aus- und Weiterbildung erworben. Konzept der Pflegesysteme. Vollständig kompensatorisches Pflegesystem. Pflegeperson übernimmt die Selbstpflegehandlung. Teilweise kompensatorisches Pflegesystem. Selbstpflegemaßnahmen werden teilweise vom Pflegeempfänger selbstständig durchgeführt. Unterstützend erzieherisches Pflegesystem ist die Anleitung des Pflegeempfängers. Konzept der helfenden Methoden. Pflegende handeln und agieren für andere, unterstützen physisch und psychisch, führen und leiten an, unterrichten andere.